Die deutsche Fußballmeisterschaft wird erst am letzten Spieltag entschieden. Drei Vereine können noch den Titel holen, Dortmund, Leverkusen und Bayern München. Die Leverkusener gaben heute nach einer Niederlage in Nürnberg die Tabellenführung an Dortmund ab. Die Borussen gewannen in Hamburg mit 4:3. Es war ein Spiel voller Emotionen, in dem Dortmunds Trainer Sammer wegen Unbeherrschtheit schon nach 15 Minuten von Schiedsrichter Fandl auf die Tribüne geschickt wurde. Eine Viertelstunde später verbannte der Referee auch Hamburgs Hertsch nach diesem Foul an Amoroso vom Platz. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Brasilianer selbst, Dortmund führte. Nur 2 Minuten später erhöhten die Gäste durch Rosicki auf 2:0. Der BVB sah wie der sichere Sieger aus, bis auch Wörns nach seinem Einsatz gegen Barbares vom Feld musste, gelb-rot gegen den Nationalspieler. Den fälligen Elfmeter für Hamburg verwandelte Vicky zum Pausenstand von 1:2. Im Spiel 10 gegen 10 erwies sich Dortmund im zweiten Durchgang dann als stärkeres Team. Amoroso erhöhte auf 3:1. Hamburg aber hielt gegen und konnte 10 Minuten vor dem Ende erneut verkürzen. Hogmar gelang das 2:3. 4 Minuten vor dem Abpfiff machte Borussia dann alles klar. Koller gelang das 4:2. Der Sieg war damit gesichert, auch wenn Hamburg durch Meier in der Schlussminute nochmal auf 3:4 herankam. Dortmund siegte verdient und freut sich schon ein bisschen auf die deutsche Meisterschaft. Grenzenloser Jubel bei den Fans. Der erste FC Nürnberg sicherte sich heute vorzeitig den Klassenerhalt. Der alles entscheidende Treffer fiel bereits in der 23. Spielminute. Freistoß Cinovec und Nürnbergs Marek Nickel markiert per Kopf den 1:0-Siegtreffer. Leverkusen war nicht nur bei dieser Szene zu passiv für eine Mannschaft, die unbedingt deutscher Meister werden will. Nürnberg stürzt also den Tabellenführer. Somit steht seit heute fest, Klaus Augenthalers Mannschaft spielt auch nächste Saison in der ersten Bundesliga. Und hier die restlichen Ergebnisse vom vorletzten Spieltag. Bremen-St. Pauli 3:2, Rostock-Mönchengladbach 1:1, Köln-Freiburg 2:0, Kaiserslautern-Cottbus 4:0, 1860 München-Stuttgart 3:3, Wolfsburg-Bayern-München 0:1, Berlin-Schalke 2:0. Damit steht fest, dass St. Pauli, Köln und Freiburg in die zweite Liga absteigen. Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg ist Champions League-Sieger. Die deutsche Fußballliga hilft den 36 Profiklubs mit einer Finanzspritze von rund 40 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem sogenannten Kautionstopf des Dachverbandes. Damit könnten alle Vereine die Saison zu Ende bringen, so Liga-Präsident Hackmann. Die DFL hatte von ihrem insolventen Fernsehpartner Kirchmedia statt 100 Millionen Euro nur 21 Millionen erhalten. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Jubel nach einem spannenden Finale. Um 17.18 Uhr steht fest, Borussia Dortmund ist deutscher Fußballmeister. Nach dem Sieg gegen Bremen geht die Schale zum 6. Mal an den BVB. Leverkusen und Bayern München müssen sich geschlagen geben. Das Dortmunder Westfalenstadion, ein schwarz-gelbes Farbenmeer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum letzten Mal war der Meistertitel 1996 nach Dortmund gegangen. Nun ist es wieder soweit. Die Fußballprofis der Borussia bewiesen heute am letzten Spieltag der Bundesliga gute Nerven. Sehr zum Ärger der Konkurrenz. Der eingewechselte Brasilianer Everton schießt das Siegestor in der 74. Minute zum 2:1 gegen Werder Bremen. Freudentaumel in Dortmund. Nach dem Abpfiff des Spiels gibt es kein Halten mehr. Orkanartiger Jubel bricht aus. Der BVB hat im spannendsten Bundesliga-Finale seit 10 Jahren heute nun zum 6. Mal in der Vereinsgeschichte die deutsche Fußballmeisterschaft errungen. Auf eine offizielle Feier müssen die Fans jedoch noch warten. Erst einen Tag nach dem UEFA-Cup-Finale am kommenden Mittwoch soll der Mannschaft in der Fußballhochburg Dortmund ein triumphaler Empfang bereitet werden. Ich freue mich so.
Deutscher Meister ist Ulrich Bobis. Erst kurz vor Spielende war die Partie auf einer Großleinwand übertragen worden. Tausende kartenlose Fans konnten die letzten Minuten live miterleben. Tristesse dagegen in Leverkusen. Bayer 04 muss sich zum vierten Mal mit der deutschen Vizemeisterschaft begnügen. Der Sieg gegen die Berliner nützte heute am Finaltag nichts mehr. Tränen und Trauer bei den Fans. Zurück nach Dortmund. Hier wird gefeiert und das wohl die ganze Nacht hindurch. Zur Entscheidung um die deutsche Fußballmeisterschaft nun live aus Dortmund Arndt Henze. Wer hier gleich nach dem Sieg so richtig dazugehören wollte, der musste sich erstmal mit Bier richtig duschen lassen. Dann kam der Regen und der Regen, der war so heftig, dass er auch die hartnäckigsten Fans bald in die umliegenden Kneipen hier rund um den Borsigplatz vertrieben hat. Einige wenige sind auch um mich rum, die sind guter Laune, die feiern. Die Stimmen schon etwas heiser, manche Augen schon etwas glasig. Erst von den Freudentränen nach dem Sieg, jetzt wohl nicht mehr nur von den Freudentränen. Ein Fan hat mir vorhin gesagt, wir haben heute Mittag 90 Minuten gezittert, jetzt werden wir 90 Stunden feiern. In 90 Stunden, da ist Anpfiff zum großen Europapokal-Endspiel in Rotterdam. Und sollte die Borussia auch dieses Spiel gewinnen, da bin ich sicher und sind alle sicher, kein Wolkenbruch mehr würde dann die Fans hier vom Borsigplatz vertreiben können. Und damit zurück nach Hamburg. Mit scharfen Tönen gegen die Opposition haben sich die Grünen heute in Wiesbaden auf den Bundestagswahlkampf eingestimmt. Im Mittelpunkt des Parteitages steht das Wahlprogramm, das Schwerpunkte unter anderem in der Familienpolitik und beim ökologischen Umbau setzt. Die Grünen-Spitze stellte die Partei als Motor und Garant von Reformen heraus. Einzig mit den Grünen sei die Wende in der Energie- und Agrarpolitik zu schaffen. Und nun die Spielberichte von der Entscheidung um die deutsche Fußballmeisterschaft. Borussia Dortmund musste nur gewinnen, um zum sechsten Mal den Titel zu holen. Denn die Mannschaft lag vor dem letzten Spieltag mit einem Punkt vorn. Nach dem Schlusspfiff glich das Westfalenstadion einem Tollhaus. Spieler und Fans ließen ihren Emotionen freien Lauf. Tränen gab es schon vor dem Spiel bei der offiziellen Verabschiedung von Jürgen Kohler. Trotz der enormen Nervenbelastung begann der BVB furios. Ein Freistoß von Amoroso landete nach 9 Minuten an der Latte. In der 18. Minute folgte die kalte Dusche. Metzelder ließ sich von Ailton austanzen. Stalteri stand im 5-Meter-Raum völlig frei und plötzlich hieß es 1:0 für die Gäste. Danach erarbeiteten sich die Borussen viele hochkarätige Chancen und wurden in der 41. Minute belohnt. Koller zog aus 18 Metern ab und der Ball landete im Bremer Netz. Im zweiten Durchgang war es der erst Sekunden zuvor eingewechselte Everton, der mit seinem 10. Saisontreffer für die Entscheidung im Titelkampf sorgte. Bayer Leverkusen als die eigentlich überragende Mannschaft der Saison konnte es nach der Niederlage gegen Nürnberg aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Doch bis zum Dortmunder Siegtreffer durfte man an den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte glauben. Gegner heute in Leverkusen, Hertha BSC. Am Ende war es eigentlich wie immer in den vergangenen Jahren die Leverkusener zum Bundesliga-Finale, die enttäuschten. Dabei hatte Michael Ballack mit seinem 1:0 gegen Berlin zwischenzeitlich so viel Hoffnung auf den Titelgewinn gemacht. Leverkusen schaffte es, die Anstrengungen vom Champions-League-Halbfinale gegen Manchester wegzustecken und sich noch einmal voll auf die Bundesliga zu konzentrieren. Auch die zweite Hälfte begann verheißungsvoll. Erneut war es Michael Ballack, der für die Gastgeber traf. Der nach München wechselnde Nationalspieler, der Mann des Tages. Doch die Transistorradios im Stadionrund brachten keine erfreuliche Kunde aus Dortmund und so interessierte der Anschlusstreffer für die Berliner durch Beinlich nur noch am Rande. Trotz des Sieges Leverkusen zum vierten Mal seit 1997 nur Vizemeister. Stefan Effenbergs Verabschiedung, der Höhepunkt im Münchner Olympiastadion bis zur 39. Minute, als Steffen Baumgart den Ball irgendwie ins eigene Rostocker Tor buxierte. Die Bayern-Spieler erleichtert, Kaiser Franz stoisch. Erst in der zweiten Halbzeit schauten die Bayern weniger auf die Anzeigentafel, damit auf die gegnerischen Stadien und mehr aufs eigene Spiel. 2:0 durch Mehmet Scholl. In der Schlussphase dann ein munteres Toreschießen. Rostocks 2:1 durch Kevin Hansen. Das 3:1 für die Bayern. Das war Giovanna Elbers 17. Saisontor. Den Schlusspunkt setzten wiederum die Rostocker mit dem 3:2. Durch Markus Lanz. Die vierte Meisterschaft in Folge bleibt auch für die Bayern unerreichbar.
Die weiteren Ergebnisse vom letzten Spieltag: Mönchengladbach 1860 München 2:4, Schalke Wolfsburg 1:2, St. Pauli Nürnberg 2:3, Freiburg Hamburg 4:3, Cottbus Köln 2:3, Stuttgart Kaiserslautern 4:3. Zum Fußball. Auch Arminia Bielefeld und der VfL Bochum kehren in die oberste deutsche Spielklasse zurück. Im Gegensatz zu Mainz 05 gewannen beide Teams heute ihr letztes Spiel und steigen somit zusammen mit Hannover 96 auf. Karneval auf der Alm in Bielefeld. Arminia steigt auf in die erste Liga zum 6. Mal und das ist deutscher Rekord. Vom Herzschlagfinale hatten die Fußballfans in Ostwestfalen vor dem letzten und entscheidenden Heimspiel gegen Aalen gesprochen. Für den erfolgreichen Auftakt der Arminia sorgte Marcio Borges bereits nach 12 Minuten. Ein Heimsieg war heute Pflicht, aber der wollte erst einmal erarbeitet sein. Und Arminia Bielefeld legte nach. Den Schlusspunkt des verdienten 3:1-Sieges der Hausherren setzte Arthur Wichniarek. Er schoss heute insgesamt 2 Tore und ist damit der erfolgreichste Zweitligastürmer dieser Spielzeit. Inzwischen ist die Mannschaft auf dem Rathausbalkon angekommen und lässt sich bejubeln. Erstklassig sind sie, die Profis, und dieses erhabene Gefühl überträgt sich heute auf die ganze Region. Der VfL Bochum hat zum 4. Mal in der Vereinsgeschichte den direkten Wiederaufstieg in die erste Bundesliga geschafft. Die Bochumer gewannen bei Alemannia Aachen mit 3:1. Paul Freier traf zur 2:0 Halbzeitführung in einem spannenden Spiel, das VfL-Trainer Peter Neururer in der zweiten Halbzeit nur noch von der Tribüne aus verfolgen durfte. Den 3:1 Endstand erzielte wiederum Paul Freier. Trotz ihres Sieges waren die Bochumer auf das Scheitern eines anderen Aufstiegskonkurrenten angewiesen. Grenzenloser Jubel daher, als die Mainzer Niederlage bei Union Berlin bekannt wurde. Für den VfL Bochum und seine Fans war es der bisher spannendste Aufstieg. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Das Team spielte heute im schwedischen Karlstad gegen die USA 2:2 und zieht als Gruppenvierter in die nächste Runde ein.